Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute bauen wir mal wieder was an unserem BMW M140i um. Und zwar möchte ich gerne die Optik des serienmäßigen Auspuffs verbessern für die, die das Auto hier oder den Kanal noch nicht kennen. Es ist ein M140i mit OPF, also der ab Juli 2018 gebaut wurde, mit dem Serien-Endschalldämpfer. Und da gibt es ja ab Werk die Blenden darauf, die ganz okay sind, finde ich, für Serienblenden. Aber wie immer, es geht halt noch schöner. Und deshalb habe ich mir andere Blenden gekauft. Es gibt auch originale M-Performance-Blenden. Die passen aber meines Wissens nur auf den M-Performance-Schalldämpfer. Und da sind wir bei dem ersten wichtigen Punkt. Wenn ihr euch Blenden kauft, müsst ihr darauf achten, ob die für den M-Performance-Schalldämpfer sind oder für den serienmäßigen Schalldämpfer, weil der Durchmesser der Endrohre nicht identisch ist. Auch noch zu beachten, bei dem serienmäßigen Auspuff habt ihr auf dem Auspuff einen Pin und der kann stören, je nachdem wie lang die Blenden sind. Deshalb darauf achten, dass ihr nicht zu lange Auspuffblenden kauft. Es gibt welche, die irgendwo zwischen 80 und 90 mm rangieren. Ich habe welche mit 90 mm Länge gekauft. Ja, wichtig ist, wie gesagt, der Durchmesser, der ist unterschiedlich. Beim Serien-Endschalldämpfer müsst ihr darauf achten, dass die Blenden dann einen Innendurchmesser von 60 mm haben. Ich habe die Blenden jetzt ganz böse für deutsche Verhältnisse bei AliExpress gekauft. Ich vermute, es sind die gleichen, die da aus der Fabrik fallen, wenn man die auch fürs Doppelte kauft, bei aus anderen Quellen. Also ich habe jetzt inklusive Versand um die 70 oder 80 Euro gezahlt und dementsprechend sind die sehr, sehr günstig. Die kommen in einem sehr guten Karton, sind dann in so einem weißen Sack verpackt. Ich zeige euch auch mal, wie die aussehen. Das ist halt Carbonoptik, also außen sind es 90 mm Durchmesser, innen, wie gesagt, sind 60. Die haben auch das wunderschöne M-Logo da drauf, also genauso, wie man es gerne haben will. Sind relativ kurz, wie gesagt, darauf achten und dass der Innendurchmesser passt. Die werden dann einfach, ihr seht es hier, mit der Schelle festgemacht. Das ist dann ein 10 mm Schraube, die dann ja einfach festgezogen werden muss, wenn man die dann auf den Original, auf die originalen Endrohre draufsteckt. Aber vorher müssen logischerweise die alten Endrohrblenden runter und das machen wir jetzt einfach mal zusammen. So, wer meine Videos von zu Hause kennt, der weiß, dass hier immer pünktlich die Kirchenglocken bimmeln und so war es jetzt auch wieder. Deshalb jetzt eine kleine Pause, Zwangspause. Ich habe aber das Kirchenbimmeln genutzt und habe schon die rechte Blende jetzt einfach mal dran gemacht, aber da nehme ich euch jetzt wenigstens mal mit, wie man die linke Blende losbekommt. Man braucht dafür einen Gummihammer und dann muss man einfach gegen die Blende schlagen. Ich blende auch jetzt genau ein, wo man gegenschlagen muss und dann löst sie sich nach und nach und dann kommen wir auch gleich dazu, wie wir dann die neue Blende montieren. So, die linke Blende war eindeutig widerspenstiger als die rechte, aber ihr hört es hoffentlich. Finally. Man sieht übrigens, da drin sind so kleine Federn drin, die das Ganze festhalten. Und hier an der Seite ist diese Nut, die dann quasi gegen diesen Pin geschoben wird. Und deshalb ist der Trick, die kurzen Blenden zu kaufen, weil ansonsten muss man den Pin abflexen, wenn man die längeren Blenden hat. Jetzt kommt die neue Blende dran. Die wird dann einfach draufgeschoben und dann mit dem 10er Schlüsselweite Ring hier einfach festgezogen. Also kein großer Akt. Passt wunderbar da drauf. Und ich schiebe es einfach bis zu dem Pin. Das ist für mich einfach so der Maßstab und dann kann man auch nichts falsch machen. Und wenn ich euch noch einen Tipp geben darf, macht das Ganze nicht bei 0 Grad. Irgendwie habe ich schon unter besseren Bedingungen irgendwas gebaut. Ich habe jetzt einfach hier so einen 10er Schlüssel, der so eine eingebaute Ratsche hat. Damit geht es dann eindeutig schneller, aber geht auch mit einem normalen 10er Maul, Ring, was auch immer Schlüssel ihr zur Hand habt oder einer Knarre natürlich auch. Wichtig bei der Aktion ist natürlich nur, dass man guckt, dass man das Endrohr vernünftig ausrichtet. Also sprich, dass das M-Logo oben ist. So, das war's. Ja Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vor allem, es hat euch geholfen, vielleicht auch die Serienoptik zu verbessern. Wie gesagt, ich finde die absolut okay, die Serienblenden, aber die anderen sehen viel, viel schöner aus, finde ich. Also für mich hat sich der Umbau gelohnt, vor allen Dingen, wenn man den Preis betrachtet, der jetzt wirklich relativ gering ist. Sound bringt das Ganze natürlich nicht, ne? Also kann man sich jetzt wahrscheinlich einbilden, dass es jetzt besseren Sound bringt. Meiner Meinung nach aber kein Unterschied. Und wichtiger Hinweis auch noch, wenn Endrohrblenden geschraubt werden, dann braucht man dafür keine ABE, kein Teilegutachten oder was auch immer, sondern man braucht immer nur ein Teilegutachten, wenn Endrohrblenden
verschweißt werden. Da ist dann auch in der Regel ein Teilegutachten dabei. Also dementsprechend, ihr könnt die verschraubten Blenden ohne größere TÜV-Sorgen dann einfach montieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und würde mich auch freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie es euch gefällt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns bald auf diesem Kanal wieder. Bis bald!